Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute geht es wieder um den Rückblick, schon gelesen oder suppt es noch? Und wir gucken uns zusammen die Neuzugänge aus dem November 2016 an. Also was ich vor etwas über einem Jahr, also vor einem knappen Jahr sozusagen an Neuzugängen hatte, was ich schon gelesen habe, an was ich mich erinnere und was noch auf dem Sub liegt. Und vielleicht gibt es auch die ein oder andere Erklärung dafür, wer weiß. Es war ein XXL-Monat mit, ich glaube, 21 Büchern hatte ich in meiner Statistik nachgeguckt. Dementsprechend denke ich, legen wir jetzt einfach los. Wir gucken uns parallel gemeinsam das Video sozusagen an und ich bin sehr gespannt, was da alles bei mir eingezogen ist. Und wir starten mal wieder mit dem Intro, das ich glaube jetzt dann auch nicht mehr lange da sein wird. Und es ist sehr weihnachtlich im Hintergrund, was glaube ich klar ist, weil ja die Neuzugänge November, Anfang Dezember gedreht wurden und da war bestimmt schon der erste Advent und ich dekoriere ja immer so ein, zwei Tage vor diesem. In den Geschäften ist ja jetzt sogar schon im Oktober, beziehungsweise war auch schon im September Weihnachtsdeko und Naschereien zu finden. Das ist, da bekomme ich immer nur einen Schüttler und denke mir, nein, viel zu früh. Aber darum geht es ja jetzt hier nicht. Aber ja, noch immer braun. Ich glaube tatsächlich dann beim nächsten Mal müsste dann die Blondphase losgehen, die ja bis jetzt immer noch anhält. Und schauen wir mal, was das erste Buch in diesem Monat ist. Es ist von David Zamfir, Traumprinz. Das habe ich bei Lovely Books gewonnen. Und tatsächlich haben schon zwei, drei Freundinnen von mir gelesen. Ich selbst tatsächlich noch nicht. Mir war noch nicht nach dem Humor von David Zamfir. Ich weiß nicht, ob ich da ein bisschen rausgewachsen bin. Ich stehe immer mal wieder davor und denke, ach ja, und dann denke ich immer wieder, ach na ja, eigentlich vielleicht auch nicht. Und es sind zu viele Eigentliche in diesen Sätzen. Dementsprechend ist es noch nicht gelesen. Es geht ja irgendwie darum, dass die Protagonistin halt irgendwie Single ist und sich dann eben ihren Traumprinzen backt oder irgendwo herholt oder wie das irgendwie war. Und es ist, vielleicht wird es mal noch gelesen. Meine Freundinnen waren allesamt schon begeistert, aber ja, irgendwie hat es mich noch nicht hingezogen. Ja, das zweite Buch ist dann von Gavin Extens, Libellen im Kopf. Von dem Autor ist ja auch das unerhörte Leben von Alex Woods, was ja vorher ja ein absolutes Jahreshighlight war. Und auch Libellen im Kopf hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hier haben wir ja eine Frau, also die Protagonistin, die eben so ein paar Libellen im Kopf hat. Also so ein bisschen depressiv ist, auch wirklich so ein bisschen abhängig ist. Und die findet in der Nachbarswohnung den Nachbarn irgendwie tot auf. Und dann wird natürlich so ein bisschen überlegt, woran liegt das und was löst das in ihr auf. Und es war ein sehr ernstes Buch mit sehr tiefgründigen Gedanken. Und ich mag aber einfach sehr, wie Gavin Extens so einen Blick auf die Welt wirft. Und mir macht das unglaublichen Spaß und unterhält mich mega, mega gut. Zu dem nächsten Buch muss ich, glaube ich, nicht viel sagen. Die Spiegelstadt von Justin Cronin, der dritte Teil der Passage-Trilogie. Ach ja, zu der Reihe, es ist nach wie vor ein Erlebens-Lese-Highlight. Ich träume nach wie vor immer mal wieder von diesen Büchern, egal, es gibt so gewisse Szenen, die sehr in meiner Erinnerung sind, als wäre ich wirklich dabei gewesen, denn dieses epische Werk hat Justin Cronin wirklich einfach genial geschrieben und sobald es die Spiegelstadt als Taschenbuch gibt, wird sie auch noch in mein Regal wandern, denn da sind aktuell ja nur Teil 1 und 2. Ich wollte jetzt dann den dritten Teil nicht als Hardcover dazustellen. Ich bin da zwar sonst nicht eigen, aber in diesem Fall hätte ich sie dann tatsächlich gerne in der gleichen Reihe. Ich hätte sie auch gern noch in dieser schönen metallischen englischen Ausgabe, wobei ich genau weiß, dass ich diese Reihe nie in Englisch lesen werde, weil ich glaube, das ist einfach zu viel des Guten tatsächlich. Und aber eine Reihe, die ich einfach liebe und auch wirklich das Buch direkt, glaube ich, dann auch Anfang November gelesen habe. Und es war auch so toll, das letztes Jahr auf der Frankfurter Buchmesse schon zu sehen, in den Regalen und in Händen zu halten. Ein Riesenklopper und eine geniale Reihe. Und ach ja, bevor ich auf, ja, das Schwärmen muss jetzt mal aufhören. Ja, dann Jay Asher, Dein Leuchten, das ist ja der Autor von Tote Mädchen lügen nicht. Und hier hat er eine Art, etwas romantische, weihnachtliche Liebesgeschichte, schon eher für Jugendliche in diesem Fall, geschrieben. Ich fand das Buch tatsächlich ganz gut, hatte es dann auch, glaube ich, im Dezember gelesen und hatte mir gefallen, auch weil einfach diese Atmosphäre, die da herrschte, sehr, sehr schön war. Dann das neue Buch damals von Jackie Felgu, Cherry on Top. Und nicht nur das Cover war hinreißend und süß, sondern auch der Inhalt.
Ja, wieder ein Buch, das mir sehr, sehr gut gefallen hat von der lieben Jackie. Und da letztes Jahr war ja diese Aktion von ihr, 12 Bücher in 12 Monaten. Das war halt dann theoretisch, denke ich, das Oktoberbuch, wenn es nicht das Novemberbuch war. Ich weiß immer nicht, wie das bei ihr gewesen ist. Aber ein Buch, das mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, was, glaube ich, auch eine Fortsetzung zu Hashtag Folge deinem Herzen war, weil wir da die Protagonisten so wieder ein bisschen treffen. Also, dass es keine Reihe ist, sondern eine Serie in diesem Sinne. Und ja, hier geht es eben, soweit ich mich direkt erinnere, wir waren da auch wieder in den USA, wenn ich mich nicht täusche. Und ja, es geht eben da so ein bisschen um eine Bäckerei und dazu auch ein bisschen Bücher und ja, einfach so ein wunderbares Feeling und eine tolle Geschichte. Und für mich kann Jackie einfach wunderbar schreiben. Und ja, und dann kam auch schon das neueste Buch von Stephanie Meyer heraus, The Chemist, dass ich abgebrochen habe. Ich glaube, nach einem Drittel, es war einfach schrecklich. Also es war überhaupt nicht das, was ich erwartet hatte von einer Spezialistin, ich glaube, vom FBI, CIA, keine Ahnung, und die sich einfach nur dumm und jugendlich anstellt. Und ich weiß nicht, warum erwachsene Frauen in Büchern oftmals so hingestellt werden, als wären sie nicht über 13 hinausgekommen. Und das ist ja tatsächlich bei einigen Büchern immer mal wieder so. Und ich weiß einfach für mich, dass ich mich heute anders verhalte als vor 20 Jahren. Und scheinbar vergessen das aber manche einfach und denken, ah, so ein bisschen kindisch sein ist schön. Ja, kindisch sein ist schön, dumm und naiv zu sein mit über 30, das ist es definitiv nicht. Und in dem Fall fand ich es wirklich ganz schlimm. Und da gab es dann so eine Szene, da hatte Phil auch schon drüber gesprochen und ich dachte mir nur, okay, so schlimm kann es nicht sein. Doch, es war noch viel schlimmer und das war dann auch für mich der Punkt, das tatsächlich abzubrechen. Ein schreckliches Buch. Ganz anders das Buch der Freude von Dalai Lama und Edmund Tutsi. Oder Tutu, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr. Ja, hier treffen eben zwei sehr religiöse Menschen aufeinander. Einmal natürlich der Katholik und einmal der Buddhist. Und ich bin ein angetaner Freund ja des Buddhismus und finde mich ja hier wirklich auch zu Hause und habe das Gefühl, dort angekommen zu sein. Ein Buch, das so in Interviewform war und mir auch sehr, sehr gut gefallen hat. Und man da wirklich so ein bisschen was mitnimmt, auch selbst wenn es sich unterscheidet, die Religion, dass man eben das in Freundschaft tun kann. Dann ist eingezogen Aurora von Kim Stanley Robinson und ja, hier kannte ich vom Autor die Mars-Trilogie und fand dann aber, glaube ich, dieses Buch gar nicht so gut. Es war doch, glaube ich, relativ technisch und wenn ich ehrlich bin, kann ich mich daran nur noch vage erinnern. Ich habe es auf jeden Fall gelesen. Es hat mich aber, glaube ich, nicht begeistert. Ich weiß gar nicht, ob ich es tatsächlich durchgelesen habe oder nicht sogar mittendrin aufgehört habe oder ob es einfach dann zu technisch und langatmig wurde. Ich krieg's nicht mehr hin, aber es ist gelesen, weil einfach der Autor mir ein Name war und ja, zu Elias und Laia, dem zweiten Teil von Sabata hier, muss ich wohl gar nicht mehr so viel sagen. Das habe ich als Hörbuch gehört und bin absoluter Fan dieser Reihe. Ich mag diese Idee, was in welcher Zeit er spielt, auch die Geschichten um Elias und Laia. Und im zweiten Teil verfolgen wir noch eine dritte Protagonistin und wie da dieses Zusammenspiel ist. Auch wenn ich jetzt kein Fan von diesen deutschen Covern bin und auch nicht von dem deutschen Titel, weil es zeigt ja irgendwie Elias und Laia, dass es auf eine Liebesgeschichte hinausgeht. Und da war ja im ersten Teil und auch im größten Teil vom zweiten Teil überhaupt nichts zu spüren, weil es ist schon eher auch ein etwas brutaleres Setting und es geht wirklich auch sehr schlimm in dieser Welt zu und ja, die beiden erzählen uns eben ihre Geschichte eher als Maske, was eben so ein Elitesoldat ist und sie ja, ist ja im Grunde so eine Dienerin und denen gelingt dann eben so ein bisschen, ja, dass sie ein Zusammenspiel haben und uns eben ihre Geschichte erzählen. Ich bin jetzt sehr gespannt, wann der dritte Teil herauskommt. Ich hoffe, dass das vielleicht Anfang nächsten Jahres der Fall sein wird. Ich weiß gar nicht, ob es den schon in Englisch gibt, aber darauf freue ich mich sehr und werde ich dann auch wieder hören, weil mir da auch das Hören wirklich ganz, ganz viel Spaß gemacht hat. Dann Nie mehr zurück von Vivien van der Velde. Ein Zeitreisebuch, das ich ganz gut fand, es aber tatsächlich, glaube ich, ein bisschen jugendlich auch war und es war als Thriller dotiert und das war es für mich tatsächlich nicht. Ein Buch, das ich ganz okay, also gut fand, aber es eben nicht der extreme Thrill war und wir hier eben, ich glaube, diese Zeitreiseschleife haben, dass die Protagonistin etwas verändern konnte, irgendwie 8 Minuten immer, im 8-Minuten-Rhythmus und ich glaube, das auch nicht zu oft konnte und dann wieder ein Stück warten musste. Ich krieg's nicht mehr zusammen.
zusammen. Dementsprechend ganz so gut war es dann, also das ist, na, ein Highlight war es nicht, aber es war gelesen, es war, glaube ich, auch okay. Und ihr könnt ja gern mal, wenn euch die Bücher sowieso interessieren, einfach mal gucken in die Bücherwochen. Da spreche ich ja wirklich sehr ausführlich über die Bücher und da könnt ihr einfach mal vorbeigucken und euch dann angucken, was ich natürlich zu den einzelnen Büchern sage. Und dann kam, soweit ich weiß, eine Rebuy- oder Medimops-Bestellung. Ich habe es mir nicht notiert, was es gewesen ist. Und da sind ja einige Bücher eingezogen. Hier als erstes Nicolas Barrault, Paris ist immer eine Reise wert. Tatsächlich ein Buch, das ich noch nicht gelesen habe. Ich frage mich gerade, warum. Ich war letztes Jahr ja so ein bisschen im Paris-Feeling, hatte letztes Jahr hier einige Bücher über Paris gelesen. Dementsprechend hatte mich das auch angesprochen. Ich denke mal, Nicolas Barrault ist auf jeden Fall etwas jetzt auch für den Winter. Und ja, ich fühle mich gerade erinnert, dass ich das unbedingt lesen möchte. Und ich denke, das ist was für ein verschneites Wochenende und ja, ich glaube, da kann man das auf jeden Fall mal wunderbar lesen. Ja, dann ist auch Mousseau bei mir eingezogen, 7 Jahre später. Mich hat es ja letztes Jahr gepackt, Mousseau zu lesen und auch seine Bücher. Ich glaube, das habe ich tatsächlich noch nicht gelesen. Das müsste noch auf dem Sub liegen. Da geht es ja, glaube ich, um ein Ehepaar, das irgendwie das Kind dann vermisst, die getrennt sind. Soweit ich mich erinnere, habe ich aber noch nicht gelesen und auch den nächsten Mousseau noch nicht. Eine himmlische Begegnung, was definitiv ja eher ein Winter-Weihnachtsbuch ist, was letztes Jahr aber einfach nicht in den Dezember irgendwie reingepasst hat. Ich mir dieses Jahr aber definitiv auf die Leseliste für die Winter-Weihnachtszeit setze und dann auch lesen möchte, weil ich glaube, das kann Mousseau oder Mousseau, je nachdem wie man ihn ausspricht, auf jeden Fall auch gut und da freue ich mich auch wirklich drauf. Dann ist Terror von Dan Simmons eingezogen. Ich glaube, es waren auch 2 Dan Simmons, die hier eingezogen sind. Terror wurde gelesen, ich glaube Anfang diesen Jahres und war auch ein absolutes Highlight. Der epische Schreibstil von Dan Simmons gefällt mir unglaublich gut. Diese Mischung aus historischem und Fiktion und dann auch noch so ein bisschen was Mysteriösen fand ich großartig. Mir hat Terror sehr, sehr viel Spaß gemacht und wir haben ja auch eine Dan Simmons Lesegruppe gegründet, wo wir dann auch schon einiges gelesen haben von ihm. Demnächst lesen wir Flashback von ihm, irgendwie sowas. Und ja, hier kommt dann auch schon Drood, ein Buch, das ich dann allerdings abgebrochen habe, das mir viel zu düster war, viel zu depressiv gewirkt hat und viel zu dunkel war. Und ja, wir hier ja Wilkie Collins kennenlernen und jetzt habe ich den anderen Namen schon wieder vergessen. Ja, hier im Grunde das Leben begleiten von einem anderen Schriftsteller, dessen Name gerade weg ist, sowas passiert. Und wir auch hier in die Abgründe von London gehen und wirklich auch sehr viel mit Drogen und solchen Dingen zu tun haben. Es war mir viel zu düster. Es hat für mich einfach nicht in die Zeit gepasst, wo ich es gelesen habe, was aber nichts dran geändert hat, dass ich weitere Bücher von Dan Brown gelesen habe. Wir haben ja dann auch Kinder der Nacht gelesen und wie gesagt, jetzt im November lesen wir ein nächstes Buch von ihm und wenn euch das irgendwie interessiert, guckt mal in die Infobox. Ich packe euch die Dan Simmons Lesegruppe einfach mal rein. Und ja, da sind diese beiden Bücher eingezogen und auch gelesen. Dann kam ein unangefragtes Rezensionsexemplar und zwar Moonetics von Arne Ahlert. Ich glaube, er heißt so. Ich sehe es gerade nicht. Ja, und das Buch geht ja darum, dass man im All eben reisen kann und es dann eben auch auf dem Mond, glaube ich, eben ein Hotel gibt. Und ja, das wollte ich immer mal wieder lesen. Ich wollte es in diesem Jahr auch eigentlich gelesen haben. Ich wollte es dann eigentlich sogar mit in den Ägyptenurlaub nehmen, habe ich dann aber aufgrund von Das Origin zum Beispiel mit eingezogen ist, nicht getan. Das Buch klingt unglaublich spannend und nach lustiger Science Fiction. Ich glaube, man muss es einfach mal lesen, weil es spricht mich tatsächlich sehr, sehr an. Und jetzt, wenn ich es auch wieder sehe, denke ich, Mensch, Steffi, das hättest du schon längst lesen sollen, können, müssen und das könnte wirklich etwas sehr unterhaltsam sein. Also entweder ist es totaler Schrott, weil lustige Science Fiction kann natürlich auch in eine andere Richtung gehen, oder es ist wirklich genial und unterhaltsam. Und das möchte ich einfach herausfinden. Das ist auch kein Buch, was ich total abschreiben würde, gar nicht. Es war nur gefühlt noch nicht so die richtige Zeit dafür. Dann ist eingezogen You, du wirst mich lieben von Caroline Kepnes, ein Buch, das wir dann auch im Leseklub gelesen haben, was ich abgebrochen habe. Wir haben hier die Sicht eines, ja, ich nenne ihn jetzt einfach mal Psychopathen, eines Stalkers, der sich für ja, richtig im Kopf hält und der eben Mädchen, die auch nicht ganz dicht sozusagen war, die sich verhalten hat wie eine letzte Bekloppte, ja, im Grunde verfolgt hat
und dann allerlei Dinge passiert sind und ich fand das einfach nur ganz schlimm. Diese Sicht aus diesem Psychopathen, der sich noch für das Beste auf der Welt hält, ich fand das ganz schlimm. Ich habe mich tierisch aufgeregt über so manches in diesem Buch und viele haben es gefeiert, viele fanden es wirklich grandios. Was mich wundert, ist, dass da tatsächlich Roman auf der Mitte draufsteht, denn ich finde, das ist alles andere als ein Roman. Ich fand schon eher, dass das in Richtung Thriller geht und das auch schon sehr brutal zum Teil war. Gerade was dann zum Beispiel mit dem Freund dieser Frau passiert. Aber gut, ja, es haben viele gefeiert. Es gibt, glaube ich, noch einen zweiten Roman. Es gibt, glaube ich, sogar eine Neuauflage. Aber meins war es leider einfach überhaupt nicht. Ganz anders dann das nächste Buch von Cecilia Ahern und zwar ist da Perfekt eingezogen. Willst du die perfekte Welt? Das ist ja der zweite Teil zu Flawed und ich habe das auch als Hörbuch gehört, beide Teile als Hörbuch. Und ich bin ein absoluter Fan dieser Jugendbuch-Dystopie-Reihe, die mir sehr, sehr gefallen hat. Denn man muss in dieser Welt eben einfach perfekt sein und wenn man das nicht ist, ist man eben eine Verächtete und hat andere Bedingungen, in denen man leben muss. Und es war ein toller Stil von Cecilia Ahern. Sie hat interessante Themen aufgegriffen, interessante auch Gedankengänge gezeigt und das hat mir großartig gefallen, fand ich wirklich gut. Der erste Teil war noch einen Hauch besser, wie ich fand. Der hat ein bisschen mehr in den Bann gezogen, aber Band 2 war dennoch sehr gelungen, ein toller Abschluss und auch wirklich durchgängig toll gesprochen und hat mir wirklich gut gefallen und hat mir wirklich großen Hörlesespaß gemacht. Dann ist von Eric Lorenz Australien, wie wir es sehen, eingezogen. Das ist ja eine Art Buchsammlung, Geschichten von verschiedensten Menschen, von Einwohnern, von Hingezogenen, von Ausgereisten, von Touristen und die sind eben alle gesammelt und herausgegeben von Eric Lorenz und Thomas Bauer, glaube ich. Ein Buch, das mir unglaublich gut gefallen hat, überhaupt diese ganze Reihe, dieses Land, wie wir es sehen, da habe ich dann auch, glaube ich, noch China gelesen, Indien habe ich, glaube ich, noch auf der Wunschliste und ich glaube, es gibt noch ein viertes Buch, die ich nach und nach einfach mir zulegen möchte und auch lesen möchte und es macht immer wieder Spaß, so diese Unterschiede einfach zu erleben, wie sieht ein Einheimischer sein Land, wie sieht ein Zugezogener, was hat ihn vielleicht dazu bewogen zuzuziehen, wie sehen es Touristen und was sind so die Unterschiede und das hat in Australien auch wirklich ganz viel Spaß gemacht. Und Eric Lorenz sowieso eine absolute Reisebuchempfehlung von mir. Ja, von Marina Mander ist dann Katzen eingezogen, eine unendliche Liebesgeschichte und das war sie auch tatsächlich. Hat mir ganz gut gefallen, gerade einfach auch als Katzenliebhaber entdeckt man sich da immer mal wieder selbst. Ich hatte mir, glaube ich, schon ein bisschen was anderes vorgestellt, als das, dass es dann war. Aber ich habe es in positiver Erinnerung und nicht in allzu vieler Erinnerung, aber es löst jetzt nichts Negatives in mir aus. Aber es hat mir gut gefallen und wenn man Katzenfreund ist, kann man mit Katzenbüchern ja theoretisch sowieso nicht allzu viel verkehrt machen. Und das letzte Buch ist dann Weihnachtswünsche und andere Katastrophen von Michelle Schrenk. Ich bin ein großer Fan von Schreibstil von Michelle Schrenk und mag ihre Bücher unglaublich gerne und so fand ich auch die Weihnachtswünsche wirklich ein sehr schönes Buch, wo wir ja in einem Dorf sind, in dem, also die sich da erholen möchte, die Protagonistin bzw. ein Interview machen möchte und wir treffen dort eben dann so auf ein Weihnachtsdorf mit weihnachtlichen Charakteren, sage ich mal so. Und ja, das war schon sehr magisch und weihnachtlich und war wirklich eine schöne Geschichte und hat sehr viel Spaß gemacht. Und hat mir gut gefallen, habe ich auch in guter Erinnerung. Und Michelle Schrenk kann für mich einfach sehr magisch und emotional schreiben. Und jetzt muss ich mal kurz zusammenzählen meine Finger. Ich sehe 5 ungelesene Bücher von 21, was ich wieder einen sehr, sehr guten Schnitt finde. Und ich denke, die nächsten 5, die jetzt hier noch fehlen, sollten dann auch zeitnah gelesen werden. Gerade die Mousseau und auch der Barot und theoretisch auch Moonetics. Ich glaube, David Zaphir wird doch noch ein Stückchen warten, weil es mich einfach an diesen Humor gerade nicht so ranzieht, aber ja, das ist eben manchmal einfach so. Aber ja, ich denke, die anderen 4 sollten auf jeden Fall in nächster Zeit gelesen werden und passen ja, denke ich, jetzt auch ganz gut in die Zeit, die da kommt. Und ich bin ja ganz happy, dass ich tatsächlich 3/4 der Neuzugänge schon gelesen habe und mich auch an das meiste noch erinnere.
Und ja, das spricht doch eigentlich irgendwie für sich, dass man eben die Bücher doch nicht nur liest, damit man sie gelesen hat, sondern auch ein bisschen was mitnimmt, zumindest aus einem Großteil der Bücher. Und ja, ist natürlich auch immer von Büchern unterschiedlich. Aber gut, ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß mit diesem Video, mit diesem Format. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, ob ihr eins der Bücher vielleicht schon kennt, gelesen habt, eins der fünf, die ich vielleicht noch nicht gelesen habe, mir da noch ein bisschen Motivation zum Lesen geben möchtet und wie ihr das Format einfach weiterhin findet. Mir macht das wirklich großen Spaß, da so einen Blick in die Vergangenheit zu werfen und zu gucken, ja, was da eingezogen ist, was gelesen wurde und was nicht. Mich interessiert natürlich aber auch, wie ihr das findet. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß, wünsche euch nun noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.